Moin, nun möchte ich Ihnen die Drago 660 einmal zeigen. Wir fangen vorne an. Eine schöne Edelstahlreling mit Ankerrolle. Da haben wir hier einmal eine Dachluke. Hat man hier in der Kajüte auch noch mal ein Fenster, was man öffnen kann. Schönes Cabrio per Senning. Kann man komplett nach hinten wegklappen oder man kann einfach die Seiten rausnehmen und das obere Teil eben als Sonnenschutz stehen lassen. Sieht man dann aber auch später, wenn das Boot im Wasser ist. Dann haben wir hier einmal einen 5 PS Ersatzmotor mit einer Motorhalterung, die man runterklappen kann. Und einmal den 90 PS Suzuki. Ja, und dann lassen wir es gleich mal ins Wasser, damit man es dann auch noch mal von innen sieht und im Wasser sieht. So, nun lassen wir es gleich ins Wasser. Da ist die Slipanlage. Jetzt habe ich mal, wie ich das eben schon erwähnt habe, die Seitenteile rausgenommen. Vorne die Fenster, die kann man auch noch mal hoch machen, sieht man dann auch später. Und hier habe ich es hinten rausgenommen. Und auf der Seite habe ich es auch rausgenommen. Natürlich kann man es, was ich schon mal gesagt habe, auch komplett zurückklappen. So, da bin ich wieder. Nun haben wir das Boot im Wasser. Mal ein bisschen was anderes von meinen Videos. Wir fangen nicht wie gewohnt außen an. Wir zeigen Ihnen jetzt einfach mal die Dory von innen. Und gehen gleich zum Schluss mal draußen gucken. Ich habe jetzt mal die Kamera gedreht, dann kann ich das alles wesentlich besser zeigen. Also hier hinten haben wir eine sehr schöne, große, bequeme Rundumsitzgruppe. Den Tisch, den kann man wegmachen. Und Sie sehen hier diese Kante. Und da gibt es ein Polster, das habe ich gerade da. Das ist jetzt zusammengeklappt. Wenn man den Tisch wegnimmt, kann man mit dem Polster, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, die Liegefläche hier komplett zumachen. Und ja, eine herrliche Sonnenliege oder auch als Bett gedacht. Entweder für einen Erwachsenen oder für zwei Kinder. Also ich bin 1,85 groß und ich kann gut dort liegen. Ich setze mich jetzt mal hin. Ja, was haben wir hier? Wir haben dort einmal schönes Emberlight. Dann, wie in dem Exposé auch beschrieben, die Musikboxen dort und dort. Hier, wo ich drauf sitze, ist auch überall, steht auch im Exposé Stauraum. Da haben wir jetzt eine Schwimmweste drin. Dann ist die Druckwasserpumpe da unten drin. Wo ich jetzt drauf sitze, auf dem Hauptteil, ist auch Stauraum, dort ist auch Stauraum. Ja, dann haben Sie da Stauraum. Dort. Und da ist auch nochmal Stauraum. Also man hat jede Menge Möglichkeiten, in diesem Boot Sachen zu verstauen. Ich habe jetzt die eine Seite von der Persenning mal auf. Die andere Seite ist zu. Das, was Sie hier sehen, ist jetzt vom letzten Regenguss, den wir eben hatten. Kann man einfach so von außen abputzen, dann ist es auch wieder klar. Kann man natürlich auch rausnehmen. Und hier haben wir einmal das hintere. Das kann man natürlich auch rausnehmen. Das Schöne bei der Persenning ist,
Das sind diese Halterstangen. Wenn Sie jetzt sagen, ach, ich möchte gerne komplett offen fahren, dann lösen Sie das einfach alles. Und dann kann dieser Bügel dort angeschlagen werden. Und dann wird das komplette Verdeck aufgerollt. Und dann gibt es noch eine Schutzhülle dazu, damit man das dann drüber machen kann. Und dann hat man das einfach optisch wie ein Überrollbügel, nenne ich es einfach mal, um es besser darzustellen. Sieht dann sehr schön aus. Ja, was haben wir noch? Kommen wir mal zum Steuerstand. Hier haben wir die ganzen Bedienungsschalter jeweils einzeln abgesichert. Hier haben wir dann einmal unsere Schaltung, dieser Knopf. Ich hoffe, man hört's. Das ist der Power Trim, um den Motor hoch und runter zu fahren. Dann haben wir hier einmal Tacho, Tankanzeige, Trimanzeige, Drehzahlmesser und dort ist Temperatur, Öl und so weiter. Motor Safety Anzeige und hier drunter verbirgt sich dann das GPS von Navman mit integrierten Fischfinder. Dort haben wir den Kompass, alles sehr schön. Man sieht alles sofort. Dies hier und dies sind Getränkehalter. Und das Schöne bei der Persenning ist, man kann das hier aufziehen und hier auch. Und dann löst man einfach die Knöpfe. Das zeige ich mal eben. Und dann kann man einfach am Fahrerstand das Ganze aufrollen und mit diesen Bändern fixieren. Mit einer Hand ist das schwierig. Darum lege ich es einfach mal hoch. Und schon kann ich bei der Fahrt oben rausgucken, beim Anlegen, beim Ablegen. Und kann den Rest der Persenning dabei geschlossen lassen. Sehr vorteilhaft. Da haben wir ein Loch. Was ist das für ein Loch? Das ist nicht die U-Boot-Funktion. Das ist die Selbstlenzung. Da hinten haben wir auch nochmal ein Loch. Dort. Das heißt, wenn hier Regenwasser oder generell Wasser reinkommt, läuft das über diese Löcher ab. Hier unterm Fahrerstand, dort unten. Kann man jetzt nicht sehen. Ist auch nochmal ein Loch. Also, wenn hier Regenwasser reinkommt, läuft das so ab. Wie auch beschrieben in der Beschreibung, das Boot hat eine komplette Vollausstattung seinerzeit bekommen. Fängt schon an hier mit so kleinen Sachen. Sowas hier zum Beispiel. Dort habe ich zwei USB-Ladestecker mit einem An- und Ausschalter. Dann habe ich da unten eine 12-Volt-Steckdose und also kleine Futures. Hier eins der wichtigen Dinge im Boot. Ein Getränkehalter für den Co-Captain. Ja, und da habe ich jetzt mal auf den Tisch einfach das Polsterstück hingelegt, damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann, wie groß dann wirklich diese Liegefläche hier hinten ist. So, Schiebetür ist blickdicht und auch getönt. Und dann gehen wir mal in die Kajüte rein. So, da haben wir hier einmal das Waschbecken mit dem Wasserkran, Beleuchtung natürlich. Und das Radio sitzt hier, hat sehr viele Funktionen, kann man sein Handy mitkoppeln, kann man auch drüber telefonieren. Hier haben wir den Kühlschrank. Funktioniert natürlich auch. Zeige ich Ihnen dann bei einer Besichtigung. Ja, dann in so Booten mit Kajüte ist oft das Problem, dass man eben kein Fenster hat. Hier haben wir Fenster. Wir haben einmal hier ein Fenster, was man aufklappen kann.
für die Durchlüftung dann die große Dachluke und im Toilettenraum auch. Ich möchte mal eben den Teppich zeigen, weil oft ist es ja so bei Booten, die ein bisschen ins Alter gekommen sind, die lecken irgendwo bei den Fenstern, Dichtungen und so weiter. Und dann hat man hier so schwarze Streifen, die man nie wieder rauskriegt. Hier ist der Originalteppich noch drin. Es ist alles dicht. Sie haben hier keine schwarzen Stellen oder sonstiges am Teppich. Ich hoffe, dass das über das Video so rauskommt, dass man das sehen kann. Das hier ist nur eine Schattierung von der Kamera, aber das werden Sie dann alles bei einer Besichtigung ja auch live sehen. Dann sieht man hier diese indirekte Ember-Beleuchtung. Da gibt es auch eine Fernbedienung für, um das hell, dunkel und in sämtlichen Farben einstellen zu können. Auch immer wichtig in einem Boot, ein extra Raum für die Toilette. Auch dort haben wir das Fenster, was man dann hochklappen kann. Das ist eine Seetoilette und zusätzlich ist noch ein Zerhacker, der wird hier drüber gesteuert, mit dabei, der alles klein häckselt. Ja, ich habe jetzt das Bett gemacht. Ich habe auch eine Liegeprobe gemacht. Ich kann hier wunderbar liegen. Also ich würde sagen, Menschen mit 1,85er Größe passen zwei Stück hier rein. Wunderbar. Jeder hat Platz. Oder drei kleinere Personen passen auch rein. Ich kann es auch mal eben zeigen. Also ich liege jetzt und habe noch ungefähr so viel Platz zum Küchenblock. Und das gleiche da dann eben auch. Also Platz genug. Man kann dieses Polster, kann man auch rausnehmen. Nehme ich mal eben raus. Und dann hat man hier eine schöne Sitzmöglichkeit. So kann man dann eben die Kajüte auch noch zum Sitzen und nicht nur zum Schlafen nutzen. Ja, das war es erstmal von innen und nun gehe ich mal nach draußen und zeige Ihnen das Boot von außen. So, nun sind wir draußen. Schöne ist, man hat eine schöne Seereling, alles Edelstahl, kann sich überall festhalten und kann während der Fahrt bequem nach vorne laufen. Dort, diese Klappe, ist die Ankerklappe. Und dann haben wir eine Bugrolle, was sehr vorteilhaft ist, wenn man den Anker hochholt, haut man sich den nicht in den Rumpf rein. Dadurch hat man diese Ankernase. Ja, dort kommt noch der Lichtmast drauf. Den habe ich jetzt eben nicht angebaut. Ist aber natürlich mit dabei. Dann gehen wir mal nach hinten. Diese Platten, die sehen nicht mehr so schön aus. Dort und dort. Aber, das möchte ich noch eben kurz gezeigt haben. Wir haben schon zwei neue Platten. Die gibt es natürlich mit dabei, die man dann einfach austauschen kann, damit es dann auch hier hinten wieder schick aussieht. So, und da haben wir einmal den Suzuki 90 PS. Und dort neben haben wir einmal den Ersatzmotor, den Hilfsmotor 5 PS. Hatzu. Man kann das Ganze ablassen, kann ihn feststellen und einfach den Gang einlegen und Gas geben an dem kleinen Motor und mit dem großen kann man das dann
lenken übers Lenkrad. Ja, was haben wir hier hinten? Da haben wir einmal eine Außendusche. Der Landanschluss ist hier hinten. Badeleiter ist hier. Eigentlich alles, was man braucht. Diese, das sieht man nicht, muss ich mal hingehen. Hier kann man die Fender reinstecken. Hier und dort drüben. Hier ist dann die Außendusche und die Klappe da hinten ist einmal der 220 Volt Anschluss. Der Wassertank wird dort drüben befüllt und der Benzintank wird dort einmal befüllt, wenn man die Persenning aufmacht. Ja, als letztes möchte ich gerne noch mal den Motor starten, damit Sie ihn auch mal hören. Schon ist er an. Ist sehr ruhig, sehr leise. Ich kann auch mal ein bisschen Gas geben. Im Standgas. Er hat jetzt einen Vollservice. Alle Öle, Impeller, Getriebeöl und. Also alles das, was muss, wurde gemacht. Natürlich gibt es da auch eine Rechnung drüber. Gut. Ich hoffe, Sie konnten sich so einen besseren Eindruck wie nur anhand der Fotos machen. Wenn Sie Fragen haben, kennen Sie ja bei uns bei Boot 2000. Fragen Sie mich, wenn Sie spezielle Videos sehen möchten von speziellen Bereichen oder Fotos benötigen, können Sie das natürlich auch. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren, damit Sie auch immer auf dem Laufenden sind, wie Boote auch von innen aussehen. Dort hinten, das ist eins unserer Vermietungsboote, haben wir auch noch welche liegen. Die sehen Sie dann in meinen anderen Videos. Tschüss!